Okay. Weil ich sag mal, ich kann es probieren, aber ich wette mit euch, das wird nichts. Sagte ich doch. Das konnte nichts werden. Und den ferngesteuerten Batarang, also ich kann ihn zwar hier oben reinwerfen. Oder auch nicht. Warum ist das Ding hier mit Strom? Das ist ein beschissenes Weihnachten. Es ist so kalt, dass alle drin bleiben. Was sind das? Freunde? Was ist das da unten? Also jetzt mal so blöd gesagt. Mich interessiert, was es ist. Und ob ich es ausschalten kann, ob das der Stromemitter ist. Ich weiß es nicht mehr. Wir probieren es mal. Mal gucken. So. Dich schalten wir gleich aus. Und dann haben wir auch den letzten gleich. So. Ich würde gerne den Turm einfach wieder reaktivieren. Ich bin enttäuscht, Batman. Du weißt schon, dass es Möglichkeiten gibt, Hindernisse zu umgehen, ohne sie zu zerstören. Huch, da ist ja ein Dings. So, Netzwerk. Ist jetzt die Tür ohne Strom? Na bitte, geht doch. Dann kann ich nämlich endlich hier rein und den Turm reaktivieren. Dann haben wir nicht mehr diesen ganzen Blödsinn mit dem, ich komme nicht von A nach B nach C. Ne? Wofür haben wir denn die teuren Spielzeuge à la Batwing, wenn wir sie nicht benutzen können? Eben, wer braucht schon Türen? Ja, keine Ahnung, wer Türen braucht. Also, ich nicht. Ich gehe einfach durch. Mach die kaputt. Ist das witzig? Vielleicht bist du doch nicht so dumm, wie ich erwartete. Warum tust du das, Enigma? Ah, direkt. Gefällt mir. Also, ich sag's dir. Gotham ist verdorben. Voller Vandalen, die die Stadt mit Gewalt kontrollieren. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Dann lass mich ausreden. Ich will sie loswerden, Batman, um Gothams intellektuelles und moralisches Niveau zu heben. Aber ich bin kein Schläger, wie du. Meine Methoden sind etwas raffinierter. Was du tust, ist nichts anderes als Diebstahl. Daran ist nichts Raffiniertes. Deine Antwort ist zu vorhersehbar, wie banal. Mach's gut. Ja, na dann, tschüss. So, Funkturm Nummer 2. Funkturm Nummer 2 ist eigentlich gar nicht schlecht, dass wir den haben. Dann haben wir den freigeschaltet und den dritten machen wir eigentlich auch gleich. Wenn ich mal so ehrlich bin. Hallo? Was macht denn das Ding hier gerade? So. Funkturm, den haben wir. Den haben wir. Also rein theoretisch haben wir hier zwei weitere. Die müssen wir abgrasen, wenn wir da unten mal irgendwann sind. Hier oben, den werden wir später machen. Wir würden, also bevor ich jetzt hier den Missionspunkt mache, mache ich hier erstmal den Funkturm. Denn dann ist das mit den Reisewegen, wie gesagt, ein wenig besser. Und die anderen beiden holen wir uns dann später. So, komm mal her. Wir gleiten mal dahin. In die Richtung. So. Hallo? Ich würde gerne... Ah, jetzt geht der Greifhaken auch wieder. Weil ihr seht, die Wege sind teilweise ein wenig länger in dem Programm. Und das macht sich dann eben besser, wenn man dann mal schnell die Schnellreise benutzen kann. Besonders, weil es da eine schöne Animation gibt. Also nicht nur einfach Ladebildschirm und weg. Und ich weiß gar nicht mehr, wo hier der Übergang ist. Man kam nicht einfach so rüber. Es gibt zwei Varianten. Es gibt die Variante hier durch. Oder aus drum, glaube ich. So, Hallöchen. Na, ist hier wer? Oder bin ich hier falsch? Ne, bin richtig. So, nach oben. Und jetzt seht ihr schon, was ich sagte. Wir werden die ein oder andere Stelle aus Batman Arkham City, jeder, der das Spiel kennt oder das Let's Play gesehen hat, wird wissen dann, was ich meine. Wir werden sie wiedererkennen.
Es gibt ja leider manche Ecken, die wiederzuerkennen sind. Ich glaube, das hier ist der Turm, ne? Ja. Okay, Enigma. Hast du hier wieder niedliche Sachen vorbereitet oder... Ja, es war so klar. Es war so logisch und man sieht, es ist Weihnachten, die ganzen Verzierungen auf den Dächern. Schön. Einfach schön. Da muss ich doch Strom draufpacken, oder? Kann ich das zu dem Zeitpunkt schon oder müsste ich da ein anderes Gadget? Ich weiß nämlich nicht, welche Gadgets er alle kriegt. Das muss ich dazu sagen. Es ist denkbar, dass er bestimmte Gadgets noch nicht hat. Oder dass ich hier an der falschen Stelle bin. Müsste ich nach oben? Nur noch mal den Umhang hier aus der Sicht. Ich komme aber auch nicht hoch. Guck mal, RB kann ich nicht benutzen. Warum kann ich RB nicht benutzen? Finde ich jetzt nicht okay. Wenn ich den Jezebel Plaza erreiche, nachdem der Waffendeal abgeschlossen ist, werde ich den Pinguin nie finden. Ja, ja, immer mit der Ruhe. Wir arbeiten dran. Die Wand ist nicht zerstörbar. Ich dachte gerade, da könnte ich vielleicht irgendwas machen. Aber nein, leider nicht. Okay, ich glaube ehrlich gesagt, hier komme ich nicht rein. Hast du aufgegeben? Nicht traurig sein. Dein Intellekt ist nicht für so etwas gedacht. Ja, ja, Enigma, ich gebe nicht auf. Keine Sorge. Ich gebe nicht auf. Was sind das da unten? Das ist doch nicht etwa wieder ein Ding zum Zerstören? Oder doch? Ja, ist es wieder. Okay. So, das kriegen wir noch hin. Das wissen wir. Ich glaube, ehrlich gesagt, das kann ich hier aber noch nicht machen, ne? Weil es fehlt sowas wie Strom. Die Reichweite hier ist nämlich zu kurz. Ah. Ja, ja, die Türme sind immer so ein bisschen knifflig gewesen. Ich kann mich dran erinnern. Es sei denn, ich muss hinter den Turm. Nö, das kann nicht der Weg sein. Das ist er auch nicht. Gut, dann bin ich hier gerade etwas überfragt. So wie manchmal in manchen Spielen. Wie gesagt, ich vermute, das geht erst etwas später. Weil hier ist sonst gar nichts, was ich benutzen könnte. Und oben rauf auf das Ding können wir leider auch nicht. Der Greifhaken funktioniert nicht. Na gut. In dem Fall machen wir es anders. Wir gehen erstmal dem Waffendeal nach. Und hoffen, dass wir dann demnächst hier den Punkt freischalten können. Ich weiß es wie gesagt nicht. Es kann auch sein, dass ich mich gerade nur einfach zu dumm angestellt habe. So, hier ist der Waffendeal. Was? Hier ist der Waffendeal? Ich bin wohl als Erster hier. Ich muss eine Stelle finden, von der aus ich unbemerkt alles beobachten kann. Aha. Der Pinguin. Er weiß über jeden einzelnen Deal in dieser Stadt Bescheid. Wenn jemand weiß, wo Black Mask und seine Killer sind, dann er. Aber er ist schwer aufzuspüren. Seine Leute ziehen hier einen Deal durch. Ich bring sie zum Reden. Jungs! Hallo, ihr Kleinen. Was wollt ihr denn zu Weihnachten? Ach halt, das weiß ich ja schon. Schauen wir mal, ob ihr auch fies wart, oder? Der Typ mit der Weihnachtsmütze hat wohl das Kommando. Ja, scheint so. Wo ist der ganze Rest? Oh, ganz oben.
So, ganz ruhig, Brauner. Der Typ mit der Waffe, der ist für mich natürlich ein Dorn im Auge. War jetzt der Falsche, macht nichts. Hallo. Das hat ja gerade geklappt. Ich dachte, der haut ihn zu Boden, aber nö. Warum sollte der das auch machen, der liebe Batman? Ich habe keine Ahnung, wen ich gerade K.O. geschlagen hat. Aber es war nicht der mit der Mütze. Der steht da nämlich noch rum. Finde ich okay, dass der noch steht. Und gut finde ich, dass der da zum Beispiel auf dem Boden liegt. So. Den können wir mal so K.O. schlagen. Komm mal her. Du bleibst weg. So, es sind noch zwei. Das finde ich gut. Noch einer. Ich glaube, ich hab's. Und ich muss ihn auch K.O. schlagen. Interessant. So. Nicht. Was immer du tun willst, tu's nicht. Doch, ich tu's. Ich verhöre dich nämlich. Wo ist der Pinguin? Weiß ich nicht. Wo ist er? Ich schwör's. Verdammt. Wach auf! Was ist los? Zeit zu reden. Wo ist Cobblepot? Lass mich los! Wenn du willst. Zu spät. Ich hab schon, was ich brauche. Du bist irre! Du bist völlig irre! Mit dieser SIM-Karte kann ich vielleicht den Pinguin lokalisieren. Alfred, mein Funk ist irgendwie gestört. Kommt das von deiner Seite? Nein, Sir, ich sehe es auch. Es kommt vom nächsten GCR-Turm. Dasselbe Signal, das auch die Autonavigation des Bedrings stört. Ich habe den Turm auf ihrer Karte markiert. Um den Pinguin aufzuspüren, muss ich dieses Signal abschalten. Ah, jetzt soll ich zum Turm. Na gut. Jetzt also zum Turm, wo wir gerade waren. Okay. Ich war meiner Zeit wieder voraus, wie man sieht. Eindeutig. Und wir sehen auch, Batman ist in dem Teil hier viel, ja, rabiater dargestellt. Ja, also später macht er einen kürzeren Prozess. Hier haut er die Leute noch gerne mal, ich sag jetzt mal, so ein bisschen unbeholfen durch die Gegend. Hallo? Wo kommt ihr denn plötzlich her? Ihr stand doch hier vorhin nicht. Das ist neu, dass ihr hier steht. Warum kommt ihr denn hier als Verstärkung an? Gerade eben war das so schön leer. Ich habe mich echt gefragt, warum ich hier alleine war. Und jetzt wollt ihr plötzlich mitmischen. Das finde ich aber nicht okay. Also wirklich nicht. So, dich schalten wir aus. Dich auch. Dich können wir, glaube ich, so ausschalten. Ja, das klappt gut. So. Ach, verdammt. Ich hatte gedacht, er würde den Sofortausschalter machen. Runde 3. Mal sehen, was du drauf hast. Oh, stimmt. Wir haben außerdem ein paar Dinge zu diskutieren. Aber dafür haben wir Zeit, wenn du fertig bist. Das heißt, falls du dazu in der Lage bist. Und jetzt funktioniert das, was ich mir gedacht habe. Ach, typisch. Warum den Kopf bemühen, um ein Problem zu lösen, wenn man doch einfach irgendwas draufwerfen kann? Ja. Und ich muss ganz kurz was in den Einstellungen ändern. Spieloptionen. Genau, wo ist die Flugsteuerung des Batarang? Den würde ich nämlich ganz gerne umdrehen. Das war gerade falsch rum. Ich probiere es nochmal. Runter, hoch. Ja, gefällt mir besser. Ne?
Wenn ich jetzt nämlich nach oben drücke, geht er nach oben. Wenn ich nach unten drücke, geht er nach unten. Das war gerade eben falsch rum. Deswegen, das musste ich noch ganz kurz umstellen. Das habe ich nämlich bei der kurzen Sequenz hier gemerkt, dass es irgendwie falsch ist. Und das macht dann keinen Spaß. So. Batman sieht schon relativ ramponiert aus, obwohl er noch nicht viel getan hat. Weißt du, wenn du nicht gefragt hättest, hätte ich dir aufgemacht. Das glaubst auch nur du, Enigma. Dass du mir die Tür einfach aufmachst, wenn ich sage, interessant. Ich möchte rein. Beim Knobeln zuzusehen war die reinste Freude. Das nächste Mal wird es noch herausfordernder. Das ist kein Spiel, Enigma. Oh, aber das ist es. Eines, aus dem du jederzeit aussteigen kannst. Also stör doch bitte nicht weiter meine Arbeit. Die Funktürme sind eine Sache, aber meine Agenten, meine Daten, meine Netzwerkrelais, die gehen dich nichts an. Also verschwinde! Persönlich muss ich sagen, die Einbindung von Riddler oder Enigma, wie er hier genannt wird, ins Programm. Die SIM-Karte von Pinguins Handlanger zugreifen und Pinguins Funknetz hacken. Ja, mache ich sofort. Aber trotzdem, die Einbindung von Riddler finde ich hier besser gelöst als in allen anderen Spielen. Wobei er in Arkham Knight auch ganz gut eingebunden ist. Wie gesagt, in Arkham Asylum und Arkham City, da diese ganzen Fragezeichen, das, ja, Fleißarbeit. Jeder kennt es. So, was haben wir hier? Ja, das ist informativ. Galeani heimgesucht. Galeani war Anhänger der Philosophie, die als Propaganda durch Taten bekannt ist. Einfach gesagt ist das der Glaube, dass die Tat mächtiger wirkt als das Wort. Schön. Auch sehr schön. Dann gehen wir mal weiter. Ja, meinem Pfannkuchen fehlt alles. So, ich gehe mal auf die Übertragung entschlüsseln. Der Pinguin ist ziemlich angepisst über den geplatzten Deal. Ja, wenn ich was damit zu tun hätte, wäre ich schon aus der Stadt verschwunden. Alfred, ich erhalte ein Signal von Pinguins Männern. Es stimmt aber mit keiner bekannten drahtlosen Frequenz überein. Ah ja, ich sehe es. Der Pinguin hat anscheinend sein eigenes Drahtlosnetzwerk errichtet. Mit Hilfe von Laptops, die als provisorische Funkstationen dienen. Er schickt seinen Männern die Frequenzen über Walkie-Talkies. Zwei dieser Funkstationen sind ganz in ihrer Nähe. Gut. Markiere sie auf meiner Karte. Wenn ich diese Walkie-Talkies hacken kann, kann ich seine Position triangulieren. Na, dann machen wir das mal. Wo sind sie? Wo sollen die sein? War ich zu schnell? Ich glaube, ich war zu schnell. Aber ganz ehrlich, führt mich das jetzt hier rein? Da hinten. Da ist eins, oder wie? Sammel SIM-Karte, da ist Nummer 1. Ich habe keine Ahnung, wo Nummer 2 ist. Da ist der Riddler. Na gut. Okay, also wir haben eins. Ganz ehrlich, ich weiß, es ist nervend. Ne? Weil wir jetzt hier immer brav die ganzen Türme abgrasen. Es ist nervend, ja. Aber ihr werdet es mir später danken, dass wir das am Anfang des Spiels machen und nicht erst mitten im Spiel, weil sonst gleiten wir hier wirklich Tage und Wochen durchs Spiel. Ich meine, die Grafik ist schon cool gemacht, aber es würde lange dauern. Also es zieht sich dann nachher so ein bisschen. So, was haben wir hier denn Schönes? Bin ich hier richtig? Bin ich hier falsch? Ich glaube, ich bin hier falsch. Wo ist der Eingang? Der Eingang zum Turm ist unter mir, weil da sind die ganzen Schläger. Okay. Hallo. Du hast die richtige Entscheidung getroffen. Die Einsicht, wann man geschlagen ist, ist der erste Schritt zur Besserung. Nee, ich bin nicht geschlagen. Ich schlag euch. Ne? Dafür bin ich ja da, die Leute zu schlagen, die mich hier behindern. So, okay, den hauen wir mal so K.O. Sag ich doch. Kriegen wir so hin? Und der wollte doch nicht einfach den Baseballschläger aufheben. Das finde ich ganz schlecht, wenn man das versucht. Deswegen, so, ein Tritt mal von hinten. Dann kannst du hier ganz genüsslich eine Pause machen. So. Oh, Vorsicht! Du zerstörst da gerade öffentliches Eigentum. Ich zerstöre gar nichts. Ich repariere es. Durchschäftig eine Gemeinderatte. Wie vorhersehbar. Oh, oh. Hier ist Strom. Oh. Schon wieder so ein schönes Spiel. Moment. Ich wette, das Ding zu steuern erfordert jede Menge Konzentration. Nö, geht. Ups, das tut mir leid. Geht schon. Alles kein Problem.
Haben wir einfach hingekriegt. Obwohl mich der gute Riddler hier ablenken wollte, was ich nicht okay finde. Ich arbeite hier. Oh, die arme Tür. Du solltest dich bei ihr entschuldigen. Ja, Entschuldigung, Tür. Du standst mir im Weg. Ich war sicher, dass du scheiterst. Niemand hat so viel Glück. Du musst damit aufhören. Womit aufhören? Die Straßen zu säubern? Dafür zu sorgen, dass die Polizei ihren Job macht? Das System von Korruption befreien? Ist dir eins davon ein Dorn im Auge? Oder etwa alle? Du benutzt gestohlene Daten, um Leute zu erpressen. Und? Es erfüllt seinen Zweck. Und es ist doch netter als die Schläge, die du so gerne austeilst. Denk drüber nach. Mach ich. Hat mir trotzdem nicht gefallen. Aber eigentlich arbeitet er... Also, der Enigma hat ein gleiches Ziel wie Batman, ne? So, Stufenaufstieg. Stufenaufstieg. Ja, trotzdem. Also das Ziel von Enigma... Ich nehme mal wieder die Kampfpanzerung, die dann um 50% gesteigert ist insgesamt. Hat ein ähnliches Ziel, wenn ihr mich mal fragt. So, wo haben wir denn hier noch den Funkturm? Da hinten. Weil dann haben wir nämlich hier die ganze Karte befreit und dann fehlen nur zwei Funktürme und dann könnten wir wieder die Schnellreise benutzen. Was wirklich nachher nützlich sein kann, nicht sein muss. Und ehrlich gesagt, auch wenn das jetzt so ein bisschen Fleißarbeit ist und wie eine Beschäftigungstherapie wirkt, ich weiß nicht warum, aber in dem Teil stört es mich nicht. Na, also, die Riddler-Rätsel haben mich bisher immer gestört in allen Batman-Spielen. Nur in dem hier finde ich das mit den Türmen einfach nicht störend. Das ist komisch. Ich weiß nicht warum. Ist halt mein Problem, sag ich mal. So, wo kann ich mich denn hier mal gut hinseilen? Ich denke dahin. Kommt da auf den Schornstein rauf? Nö, auf den kommt er leider nicht. Ich muss nämlich einen Weg finden, da irgendwie rüber zu kommen. Ohne abzustürzen.